Hallo liebe Bastelhasis, wir haben jetzt einen wunderbaren Vortrag am letzten Tag von unserem Easter Hack. Lernen wir jetzt, wie wir uns nicht töten, wenn wir mit Geräten spielen und basteln, die an den elektrischen Strom aus der Steckdose angeschlossen werden oder angeschlossen sind. Vielen Dank, dass du uns das beibringst, dass wir nicht nur löten mit Batterien, sondern dass wir dann auch mit richtigen Geräten umgehen dürfen. Nein, umgehen dürfen vielleicht nicht, aber umgehen können. Gnumbigut, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, wird es später noch Gelegenheit geben für Q&A. Ja, danke schön. Moin, ich bin Gnumbigut und ich habe mir so gedacht, also diese ganze Elektrogeschichte ist ja, hauptsächlich heißt es immer, das darfst du nicht. Ja, weil es ganz klare Regeln gibt, wer darf welche Sachen machen. Da sind tödliche Gefährdungen dahinter und sowas. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, dieses, das darfst du nicht, bringt halt keinem was. Ja, also wenn ich halt sage, das darfst du nicht machen, ich weiß ja, dass die Menschen es trotzdem tun, dass man halt trotzdem was baut und auch mal hier was bastelt und da was macht und so. Und dann habe ich mir gedacht, zu wissen, dass ich es nicht darf, hilft mir nicht, aber Wissen hilft. Und deswegen habe ich jetzt so kurz zusammengestellt, also wir müssen am Anfang so ein bisschen Grundlagen machen, weil ich nicht weiß, wer von euch vielleicht schon was mit Elektro zu tun hat. Gibt es Elektrofachkräfte hier im Raum? Ha, einer. Du kannst wieder gehen, da finde ich, ist alles kalter Kaffee. aber deswegen müssen wir am Anfang so zwei, drei Grundlagen machen. Ich werde da relativ schnell drüber weggehen, weil zur Not muss man es halt nochmal nachgucken, sage ich mal so. Aber ich muss drei Sachen erklären, weil sonst versteht man den Rest nicht. Also wenn ich halt nicht weiß, was der Unterschied zwischen Strom und Spannung ist zum Beispiel, wird es schwierig, die anderen Sachen zu erklären. Das wäre halt der Bereich Strom macht tot. Dann muss ich einmal ganz kurz einen Ton zu diesen ganzen Regelwerken und sowas verlieren. Das ist aber wirklich nur so kurz. Und dann kümmere ich mich um die Sache, die halt eigentlich jetzt so die ich erstmal als Hauptaufgabe quasi gesehen habe, und zwar ist das die Sache, das nennt sich Schutz gegen elektrischen Schlag. Das ist wieder Elektrikerdeutsch, das heißt, es gibt verschiedene Sachen, die ich halt erreichen möchte, wenn ich irgendwas mache, und eine Sache ist halt, dass keiner einen Schlag kriegt. Ja, und das nennt sich dann Schutz gegen elektrischen Schlag, und da gibt es ganz wirklich strukturiert Sachen, die man machen kann, damit uns halt nichts passiert. Und da weiß ich, dass das sogar einige von den Elektrikern nicht mehr wissen, ja, weil wir lernen das halt in der Schule, in der Berufsschule, und dann vergisst man das wieder, weil man damit nie was zu tun hat oder weil ihm das halt irgendwie beigebracht wurde und das halt konfus war, was einem da beigebracht wurde. Und ich habe versucht, das halt vernünftig zu strukturieren, dass man damit auch arbeiten kann. Und dann habe ich am Ende noch so ein paar Praxistipps mit dabei. Da weiß ich halt nicht, also das Ganze, da könnte man eigentlich eine ganze Woche drüber machen, wenn man da Bock drauf hat. So. Und am Ende habe ich noch eine Viertelstunde für Fragen, wenn noch Fragen da sind, halt aufgehoben quasi. Genau, das Erste ist halt Strom macht tot. Allgemein ist das so das, weswegen die auch alle ihre Hand noch so drauf haben. Also egal, was man mit Elektro zu tun hat, das läuft halt immer über die Handwerkskammern, über die Handelskammern, und die haben da voll ihre Hand drauf, weil das ist ein Gefahrenberuf. Also es geht immer noch darum, wenn ich halt einen Schlag kriege, ist das potenziell tödlich. Ja, das hängt von so ein paar Faktoren ab, da reden wir gleich noch so ein bisschen drüber. Aber erstmal ist das halt eine Sache, wenn ich da nicht aufpasse, liegt halt jemand tot da oder muss ins Krankenhaus kommen. Und das wollen wir nicht, deswegen machen wir das hier. Und erstmal müssen wir quasi klären, was ist Strom, was ist Widerstand und was ist Spannung. Und die hängen halt alle voneinander ab. Also man kann es halt ganz blöd erklären. Es gibt ein ohmsches Gesetz, das müsst ihr jetzt euch nicht merken oder sowas. Das, was am einfachsten erklärt ist, ist eine Spannung. Eine Spannung ist ein Potenzial, was irgendwo ist, und das möchte sich gerne ausgleichen. Das gleicht sich noch nicht aus. Spannung liegt einfach nur an. Das sind einfach zwei verschiedene Punkte, das liegt an. Und das, was sich dann da ausgleicht, das ist der Strom. Das sind halt Elektronen, die flitzen. Und das, was für uns, für den menschlichen Körper nachher gefährlich wird, das sind tatsächlich auch diese Elektronen, die durch den Körper durchflitzen. Aber die können nur flitzen, wenn ich eine Spannung angelegt habe. Wenn ich keine Spannung habe, kann kein Strom fließen. Ja, genau, der Widerstand macht eigentlich nichts weiter, als der begrenzt halt, wie viele von diesen Elektronen da flitzen können. Das ist so die Grundlage. Also Strom fließt, Spannung liegt an und der Widerstand beeinflusst, wie viel Strom fließen kann. Wenn wir das wissen, können wir uns über den ganzen anderen Rest unterhalten. Also wenn ich halt Elektriker vor mir habe und die haben vergessen, was der Unterschied zwischen Strom und Spannung ist, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir über den Rest nicht reden. Wenn jemand das verstanden hat, dann kommen wir weiter.
die beeinflussen sich alle gegenseitig. Da gibt's halt, nennt sich halt das Ohmsche Gesetz. Das heißt, U ist die Spannung und die Spannung ergibt sich aus dem Widerstand und dem Stromfluss. Und das, was hier ist, das ist so eine Art, man nennt das auch so schön, oh, das ist politisch nicht korrekt, Idiotendreieck, weil ich halt einfach immer ein Teil zuhalten kann, wenn ich halt das Ergebnis haben will. Also wenn ich I zuhalte, also den Strom, dann weiß ich, wie kriege ich den Strom raus. Ich nehme die Spannung, gucke mal, welchen Widerstand ich habe, teile das und dann habe ich den Strom. Das ist halt nur so, um zu zeigen, die beeinflussen sich gegenseitig. Das brauchen wir für den Rest nur so ein bisschen. Genau. Das Gefährliche dabei ist halt der Strom, der durch uns durchfließt. Und wie schon gesagt, wie viel Strom fließt, hängt davon ab, welcher Widerstand dazwischen ist. Das heißt, ich bin auch im Widerstand. So ein kleines Stück Kupfer ist im Widerstand. Das Stückchen Kupfer ist sehr viel weniger Widerstand als ich. Das ist schon mal gut für mich, weil dann kann über mich nicht ganz so viel fließen wie über so einen kleinen Draht. Das heißt aber auch, da sich das alles gegenseitig beeinflusst, wenn ich eine hohe Spannung habe, kann ich auch einen hohen Strom haben, der fließt. Und das wird nachher wichtig, wenn ich halt an Sachen bastel, weil wenn ich an einer Batterie bastel zum Beispiel, wenn ich eine 1,5 Volt Batterie habe, das ist eine sehr kleine Spannung. Ja, die kann ich sogar so anfassen, da merke ich gar nichts. Da fließt so wenig, da merke ich nichts. Wenn ich aber jetzt in den Bereich gehe von einer Steckdose, da ist eine sehr viel höhere Spannung. Und die Spannung, die wir da in der Steckdose haben, die ist potenziell tödlich. Also wahrscheinlich haben wir alle, ich vermute mal, dass alle irgendwann schon mal eine gewischt gekriegt haben. Irgendwo. Ich kenne fast niemanden. Du schüttelst mit dem Kopf. Sehr gut, bewahr dir das. Aber die meisten haben immer schon mal eine geschossen bekommen. Und deswegen kann man sagen, wir haben einfach total Glück, dass wir hier noch sitzen, weil, warte mal, ich gehe mal weiter, weil es halt, wie gesagt, potenziell tödlich ist. Ich habe auch schon mehrfach mal irgendwo eine gefangen. Ist nicht schön, man soll danach zum Arzt gehen, weil der checkt nämlich, ob noch alles in Ordnung ist. Was passieren kann, ist halt, ich kann Verbrennung kriegen, ich kann innere Verbrennung quasi kriegen. Und das Schlimmste, was passiert, ist eigentlich, wenn ich halt Strom habe in einer bestimmten Höhe, über eine bestimmte Zeit, der übers Herz fließt, weil das kann das Herz quasi irritieren. Ich kann da Herzrhythmusstörungen kriegen und am Ende eventuell sogar ein Herzkammer flimmern. Und das ist doof, weil dann ist das Ergebnis, dass Osterhase da tot auf dem Fußboden liegt. Und das will halt keiner. Genau, das heißt, wichtig für uns auch, also wenn man diese Schutzmaßnahmen nennt sich das dann, und Schutzvorkehrungen betrachtet, dann ist das halt, geht's einfach darum, ich muss vermeiden, dass zu viel Strom über den Menschen fließt. Und da gibt es sogenannte Schwellwerte, das heißt ungefähr, also wenn ich halt was anfasse und über mich fließt ein Strom, also Elektronen, im Wert von ungefähr einem halben Milliampere, das ist wirklich wenig. Dann fange ich an, das zu merken. Das ist aber dann auch der Augenblick, wo ich halt mich erschrecke zum Beispiel. Wenn ich halt merke, oh, das kribbelt. Ja, wenn ich das jetzt hier unten mache und sage, oh, das kribbelt, gut, damit kann ich leben. Aber wenn ich halt irgendwo oben auf der Leiter stehe und halt kurz eine gekribbelt kriege, dann kann ich mich erschrecken und runterfallen. Ja, das Ergebnis ist nachher das Gleiche, auch wenn das halt nur ganz, ganz wenig Strom war. Und letztendlich spricht man von ab ungefähr 50 Milliampere, die halt über eine längere Zeit übers Herz fließen. Und 50 Milliampere ist auch nicht viel. Ja, da habe ich halt die Gefahr von dem Herzkammerflimmern. Und eigentlich kann man sagen, dass alles, was wir machen im Bereich Elektrotechnik, und zwar völlig egal, ob es irgendwie ein Gerät ist oder eine Maschine, die ich baue, oder eine elektrische Anlage, die ich hier installiere oder sowas, alles, was ich mache, da steckt hinter, dass ich das nicht haben möchte. Also, dass ich nicht möchte, dass jemand halt kurz eine gewischt kriegt und ich möchte auch nicht, dass Strom durch jemanden durchfließt. Und das ist das, was sich dann Schutz gegen elektrischen Schlag nennt und da wollen wir uns quasi jetzt drum kümmern. Da muss man dazu sagen, es gibt da extrem viele Vorgaben. Also es gibt eine europäische Rechtsprechung, es gibt eine deutsche Rechtsprechung. Dann gibt es noch vom Berufsunfallversicherer, also so die BG und die öffentlichen Unfallkassen. Die haben so eine Latte an Vorgaben, wie man damit umgehen, wer darf damit arbeiten, was muss ich machen, wie geht das. Da gibt es quasi die technische Seite, das ist so die Normung. Auch das gibt es auf internationaler Ebene, das gibt es auf europäischer Ebene und das gibt es auf deutscher Ebene. Es ist also so ein Wust von Vorgaben quasi, den man hat. Und ich habe, ja, hier sind so ein paar, ich habe da so ein paar rausge. Es gibt ewig viele Ansprechpartner und Leute, die halt da Vorgaben machen.
Und ich habe mir jetzt hauptsächlich eine Sache rausgesucht, das ist halt, also ich habe mir das nicht ausgedacht hier, sondern es gibt eine Norm, also es ist eine europäische Norm, die ist eigentlich sozusagen so eine Grundnorm, die steckt quasi über allem drüber, wenn Leute eine Produktnorm für Geräte machen oder irgendwas für die Anlagen machen oder sowas, dann steckt da diese Norm drüber als Schutz gegen elektrischen Schlag, also als Vorgabe, was mache ich, damit mir nichts passiert. Müssen wir uns auch nicht merken, wie die heißt. Interessiert keinen. genau. Und ich kümmere mich jetzt nur um den Schutz gegen elektrischen Schlag. Es gibt noch andere Sachen, die quasi noch außen rum sind. Da kümmern wir uns in dem letzten Kapitel so ein bisschen drum. Zum Beispiel, wenn ich halt erreicht habe mit dem, was ich zusammengebastelt habe, dass keiner einen Schlag kriegt. Ja, dann kann es halt immer noch sein, dass die Bude abbrennt. Also das heißt, sowas wie Brandschutz muss auch noch mit dabei sein. Oder es kann halt auch immer noch sein, dass wenn ich dann meinen Rabbit-Prototypen-Drucker anmache oder sowas, dass halt alle Handys in der Umgebung nicht mehr funktionieren. Ja, das wäre dann so eine elektromagnetische Verträglichkeit. Also es gibt noch viele Sachen so rechts und links, die man eigentlich mit beachten muss, aber wir kümmern uns erstmal einfach nur um den sogenannten Schutz gegen elektrischen Schlag. Das sind so ein paar Gefährdungen, die halt in einem anderen Dokument, was ich euch auch gleich noch mit an die Hand gebe, das ist nämlich kostenfrei zu haben. Da gibt es halt verschiedene Sachen, auf die man halt achten muss, wenn man was baut, also wenn man ein Gerät baut zum Beispiel. Und da sind halt so Sachen wie Ableitstrom nennt sich das. Also wenn ich halt einen Strom fließen habe, dann möchte ich ja, dass der da längs fließt, wo er auch längs fließen soll und nicht irgendwo anders hin. Und wenn er irgendwo anders hin fließt, ist das ein Ableitstrom. Und wenn das zu viel ist, kann es halt auch wieder gefährlich werden. Und das gibt auch Vorgaben, wie viel darf halt woanders längs fliegen. Das sind aber nachher die Produktgeschichten. Genau, die Versorgung muss gesichert sein. Das heißt, wenn wir jetzt hier über zum Beispiel Geräte reden und wir bauen ein ganz tolles, wunderbares Gerät, irgendein super Drucker mit Teilen, die man anfassen kann und sonst was. Und dann stecken wir das in eine Steckdose rein und die Steckdose ist nicht in Ordnung. Dann bringt uns das auch nichts. Ja, weil wenn dann ein Fehler im Gerät ist, muss man sich quasi darauf verlassen, dass die Stromversorgung halt in Ordnung ist. Wenn die das nicht ist, ja, Sahnesoße. Lichtbögen, also gespeicherte Ladung, da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Da geht es so, wenn ich Kondensatoren einbaue oder Batterien drin habe oder so, die speichern ja die Energie. Ja, das heißt, wenn ich halt dann da irgendwo anfasse, kann die Energie wieder frei werden und durch mich fließen. Und da haben wir wieder das, was wir halt eigentlich nicht haben wollen. Lichtbögen lasse ich hier jetzt mal raus. Das ist, wenn halt der Strom durch die Luft fließt, so ein bisschen wie beim Blitz. Ja, das ist eigentlich ein Lichtbogen, mehr oder weniger. Habe ich halt innerhalb von sehr kurzer Zeit sehr viel Strom, der halt durch die Luft durchfließt. Das ist ein Lichtbogen. Wir kümmern uns um den elektrischen Schlag. Und Verbrennung muss ich auch vermeiden. Also wenn dann Sachen heiß werden, darf ich halt die Oberflächen nicht berühren und so. Aber wie gesagt, wir kümmern uns um elektrischen Schlag. Und alle diese Sachen, die wir machen, also wenn wir was bauen, gehen wir davon aus, dass bei einem einzelnen Fehler keine Gefährdung vorliegt. Das heißt, es darf was kaputt gehen in diesem Gerät, aber dadurch darf ich trotzdem noch nicht gefährdet werden. Und dafür gibt es halt so eine strukturierte Vorgehensweise. Die gehen halt auch immer davon aus, von einem sogenannten bestimmungsgemäßen Gebrauch. Das heißt, wenn ich was herstelle, muss ich sagen, wofür ist das da, wofür soll das benutzt werden. Ja, und in welchem Bereich zum Beispiel darf das benutzt werden? Also draußen oder drinnen? Oder wie viel Leistung kann ich da dranhängen? Oder was, blödestes Beispiel, was darf ich da für eine Glühbirne oben reinschrauben? Ja, ist das nur eine 60 Watt oder darf ich eine 100 Watt Birne quasi reinschrauben? Bei einer 100 Watt Birne wird das Ganze vielleicht einfach zu heiß. Aber das gibt der Hersteller quasi vor. Also wenn ich selbst was mache, muss ich mir überlegen, was halt so damit dranhängt. Ich habe da mal so ein schönes Beispiel. Das war irgendwo in einer Ferienwohnung in Dänemark oder so. Da war halt so eine Kaffeemaschine und wie man vielleicht erkennen kann, war die nicht mehr ganz heile. Ja? Und das ist eigentlich das, ich rechne das immer unter gesunder Menschenverstand. Ja, und auch alles, was die halt bauen, an alle Produktnormen, die ich habe und sowas, die gehen davon aus, dass sowas da nicht benutzt wird. Ja, weil ich sehe, dass was kaputt ist und was kaputt ist, soll ich es nicht benutzen, weil dann könnte es gefährlich werden. Das ist manchmal ganz schwierig, das den Leuten beizubringen. Und ich glaube, wenn wir jetzt diese Schutzmaßnahmen durch haben, dann versteht ihr auch, was das Problem ist da. Ja, weil ich kann ja nicht direkt drauf fassen, also ich konnte noch nicht das Kupfer sehen. Aber wenn hier jetzt noch ein Fehler passiert, dann habe ich keine Sicherheit mehr. Ja, dann passiert es halt.
Und in dem Fall, das ist schon der erste Fehler. Zwei Fehler können wir nicht abdecken. Ein Fehler können wir abdecken, zwei nicht. Und hier ist schon ein Fehler da. Das heißt, das ist schon gefährlich. Und das Ganze schimpft sich dann, also es wird unterschieden. Die reden halt immer von Schutzvorkehrungen. Elektrikerdeutsch. Also die reden von Schutzvorkehrungen. Was heißt das? Es gibt immer zwei Schutzvorkehrungen. Das heißt, das sind so kleine Dinge, die ich halt machen kann, diese verschiedenen Konzepte. Und zwei davon muss ich mindestens drin haben. Und das ergibt eine Schutzmaßnahme. Oh, fürchterliches Elektrikerdeutsch. Und ich kann mir vor allem das Wort Schutzvorkehrung immer nicht merken. Ich spreche immer, ja, die Schutzmaßnahmen. Und das mischt sich nachher auch. Und oft hat man halt auch mehr als zwei an einem Gerät zum Beispiel. Aber wir gucken uns aber einfach an, ich habe ein paar Beispiele mit. Also die Unterscheidung, welche Schutzvorkehrung ich habe, ist, es ist immer ein Basisschutz da. Ja, das heißt, ich kann nicht direkt irgendwo auf gefährliche Teile drauf fassen. Kennt ihr wahrscheinlich zu Hause im Schrank. Also wenn ihr halt so einen Verteilerschrank habt, eine kleine Elektroverteilung, wenn ihr die aufmacht, könnt ihr nirgendwo mit den Fingern irgendwo drauf gehen. Wenn ihr das könnt, habt ihr ein Problem. Glaubt mir. Also normalerweise, und auch alles, was ich baue, alles, was hier so ist, selbst, ich renne mal kurz aus dem Bild, selbst hier die Steckdose, ich kann da mit dem Finger reingehen, da passiert nichts, ja, weil das so gebaut ist, dass ich mit dem Finger nirgendwo direkt drauf fassen kann. Das nennt sich Basisschutz. Dann gibt es noch was, das nennt sich ein Fehlerschutz. Und zwar, wenn dieser Basisschutz versagt, also wenn das Gehäuse gebrochen ist oder wenn... so wie eben bei der Kaffeemaschine, ja, wenn da halt die Mantelisolierung, die da draußen drum ist, wenn die beschädigt ist, dann muss ich was Zweites haben, was mich davor bewahrt, dass ich einen gefährlichen Schlag kriege. Und das ist dann der sogenannte Fehlerschutz. Ne? Also ich habe einen Basisschutz, ich habe einen Fehlerschutz und das sorgt dann zusammen dafür, dass mir halt nichts passiert. Und dann gibt es noch was, das nennt sich einen zusätzlichen Schutz. Das ist quasi, ich sage immer, das ist wie so ein Sahnehäubchen obendrauf auf dem Kaffee. Ja, also Basis- und Fehlerschutz ist der Kaffee und der zusätzliche ist nochmal obendrauf. Und es gibt verschiedene, ich weiß, das ist das ist fürchterliches Elektrikerdeutsch alles. Es gibt, aber ich erkläre die gleich, deswegen habe ich das ja mit. Also es gibt verschiedene Sachen, wie ich dafür sorgen kann, dass dieser Basisschutz halt funktioniert. Und das ist ja, wie gesagt, das bezieht sich quasi auf so alle möglichen Bereiche. Und ich kann zum Beispiel dafür sorgen, dass ich einfach eine Isolierung habe, dass ich eine sogenannte Basisisolierung habe. Also ich habe irgendwas um eine Leitung drum, dass ich halt nicht direkt drauf fassen kann. Das ist erstmal nur die Basisisolierung. Ich habe hier so ein kleines Beispiel mit. Das ist eine Nachttischlampe im Hotel. Kann man das lesen, was sie für eine Leitung genommen haben? Da steht drauf Audio. Ja, das ist eine Lautsprecherleitung, die die genommen haben. Also das Ding ist, es muss ja auch zusammenpassen. Also wenn ich einen Basisschutz habe, ja, dann muss der auch für die Spannung passen, vor der ich da geschützt sein muss. Und das heißt, so eine Audioleitung, die ist dann gemacht für, keine Ahnung, maximal 48 Volt oder sowas, aber nicht für 230 Volt. Ja, das funktioniert nicht. Also vielleicht funktioniert es eine Zeit lang und dann irgendwann auch nicht. Ist halt Mist. Also ich habe ja nichts gegen Pfuschen, ja, solange es vernünftig gemacht wird. Ist so, wir pfuschen alle. Also sorry. Wir pfuschen ja alle, ja, aber die Kunst ist halt so zu pfuschen, dass nichts passiert. Und dann fragt auch keiner nach. Oh Gott, ey, mein Chef würde mich umbringen, wenn ich solche Sachen sage. Genau, also die Basisisolierung, das, was ich halt drumherum mache, das muss halt passen für das, wie das benutzt wird. Dann habe ich noch was, das nennt sich die IP-Schutzart. IP steht für International Protection, also das beschreibt eigentlich, wie gut eine Sache geschützt ist gegen das Eindringen von Wasser oder Fremdkörper. Das ist so die Bezeichnung. Und das sind dann immer zwei Ziffern. Ne, da steht zum Beispiel jetzt IP44, ich habe sie nicht alle komplett auswendig, aber wenn ich was baue, muss ich das zumindest so bauen, dass ich halt mit dem Finger nicht irgendwo rein. Na, das, was ich eben schon hatte, ich darf halt nirgendwo drankommen. Also das heißt, ich kann zum Beispiel so Lüftungsschlitze zwar drin haben, aber die dürfen nicht so groß sein, dass ich halt irgendwie mit dem Finger da reinprugeln kann. Ja, und je weniger Lüftungsschlitz ich quasi habe, desto weniger komme ich mit Draht irgendwann nicht mehr rein. Und irgendwann ist das ganze Ding halt auch so dicht, dass da kein Staub mehr reinkommt.
Und die andere Ziffer, die da drauf ist, die ist dann halt quasi für die Wasserdichtigkeit. Und da gibt es halt so verschiedene Sachen. Das ist, guck mal hier, da ist IP44 zum Beispiel. Das ist auch theoretisch für draußen geeignet. Also ab IP43, je höher die Zahl, desto besser. Ja, ab IP43 darf ich Sachen theoretisch eigentlich draußen benutzen. In der Praxis möchte ich das nicht. Ja, weil das ist das Zeug, wo halt dann was reinläuft und so. Dann haben wir hier was, das ist IP54 zum Beispiel. Das ist schon vernünftig. Das ist so ein Ding, das kann man auch zu Hause einsetzen. Also draußen meine ich. Und damit halt ordentlich, das ist sogar für die Baustelle gemacht, eigentlich, wo ich das Foto her hatte. Und das Ding hier zum Beispiel, IP20. Ja, das war hier, muss man vielleicht aufklären, das rechte war so ein Induktionskochfeld. Das darf ich nicht draußen benutzen, das bringt nichts. Das ist überhaupt nicht gegen Wasser geschützt. Aber ich kann nicht reinfassen. Ja, dafür steht das 2 bei der 20. Also das heißt, ich baue konstruktiv Geräte so, dass ich da nicht drankommen kann und auch kein Wasser reinlaufen kann und über das Wasser halt nachher Strom fließen kann und sowas. Oder es halt auch kaputt geht. Dann gibt es was, das kennt ihr auch alle aus der Praxis, dass ich einfach die Spannung begrenze, mit der ich arbeite. Ja, das macht ihr eigentlich, wenn ihr mit dieser ganzen Lötgeschichte, oh Gott, ich habe diese wundervollen Ohrringe gestern gesehen, die waren toll. Also da arbeite ich halt mit einer Spannung, die so klein ist, dass sie mir nicht gefährlich werden kann. Ja, das heißt, wenn ihr halt irgendwelche Sachen bastelt, wo wirklich nur eine Batterie drin ist und die Batterie ist halt relativ, also nicht 230 Volt, sondern irgendwie 12 Volt oder 9 Volt oder was auch immer, ja, dann seid ihr schon sowieso in einem Bereich drin, wo ihr zwar vielleicht einen Brand verursachen könnt, ne, wenn man so eine Batterie kurz schließt, da kommt ein bisschen Energie bei raus, aber ihr könnt nicht sterben. Schön. Osterhasi wird nicht tot da liegen. Ist toll. Aber sobald ich halt dann mit einer Geschichte arbeite, dass ich halt an 230 Volt rangehe, komme ich halt in diesen Bereich rein, der halt gefährlich sein kann. Und ich habe jetzt hier einfach so ein Netzteil drauf. Da oben kann man, na, da kann man das schön sehen. Das, was da rauskommt, das ist eine sogenannte Kleinspannung. Also alles, was wir halt hier an unseren Geräten benutzen, das ist halt einfach eine Spannung, die so klein ist, selbst wenn ich jetzt hier den Stecker abschneiden würde und ich würde die beiden Drähte anfassen, würde mir nichts passieren, weil das halt so eine kleine Spannung ist, dass mir die nicht gefährlich wird. Je nachdem, wie hoch die ist, macht es trotzdem keinen Spaß. Aber es ist nicht tödlich. Das ist immer so eine schöne Unterscheidung. Tödlich, nicht tödlich. Finde ich gut. Ich habe einen Schwager in Australien, da ist das ähnlich. Alle so, oh, gefährliche Spinnen. Und ich so, nee, nur die einen sind gefährlich. Bei den anderen, da schwillt dir der Arm und so. Aber du stirbst aber nicht. Das ist so ähnlich. Genau, und die Grenze, die man da macht, ist halt 50 Volt für AC. AC heißt Wechselspannung. Ja, das ist das, was wir hier aus der Steckdose rauskriegen. Das ist eine Spannung und nachher auch ein Strom, der halt immer die Richtung wechselt. Plus, Minus, Plus, Minus. Und DC ist das, was ihr von der Batterie kennt. Da habe ich einen Plus- und Minuspol und der Strom fließt quasi immer in eine Richtung. Einfach verschiedene Technik, die man da verwenden kann. Und diese Wechselspannung zum Beispiel, die ist gefährlicher fürs Herz. Ja, weil das Herz ist ein Muskel. Und wenn der Muskel ständig diese Impulse bekommt, dann ist das blöd. Wenn das einfach nur ein DC ist, also ein Gleichstrom, dann ist das fürs Herz nicht so gefährlich. Und deswegen sind die Spannungsgrenzen halt, bis zu dem man halt noch mit einer Kleinspannung arbeiten darf, halt größer. 120. Ich will trotzdem 50 Volt AC nicht anfassen, weil das merkt man schon. Also wenn man was anfasst, ist eigentlich die Regel, also auch da aus der Norm raus, 25 Volt, also die Hälfte darf halt noch berührbar sein. Autobatterie zum Beispiel. Ja, das sind ja, wobei die neuen sind ja auch eingepackt. Aber die alten, die haben halt diese offenen Pole gehabt, da kann ich ohne weiteres drauf fassen. Aber versucht nicht, da einen Schraubenschlüssel drauf zu legen. Das ist doof. Der schweißt sich fest. Und die Batterie geht kaputt. Genau. Also das heißt, der Trick, der da gemacht wird, ist, dass man halt eine Spannung verwendet, die so klein ist, dass halt nur noch ganz wenig Strom fließt. Und damit bin ich wieder im Bereich nicht tödlich. Ist doch schön. Dann kann man darüber arbeiten, dass ich halt dafür sorge, dass die sogenannte Berührungsspannung nur ganz niedrig ist. Eine Berührungsspannung heißt, beziehungsweise der Berührungsstrom, wenn ich da eine Spannung anliegen habe, und ich fasse das an und es ist ein geerdetes System, dann kann über mich ein Strom fließen. Und wenn ich dafür sorge, dass der Strom so klein ist, dass ich ihn nicht fühlen kann, habe ich wieder gewonnen. Dann ist es ja egal.
Also dann kommen da andere Sachen, dann kann da Korrosion mit ins Spiel kommen und solche Sachen. Aber für einen Schutz gegen elektrischen Schlag ist es dann Wumpe. Weiß nicht, ob ihr diese Lampen kennt, das sind diese Touchlampen, die sind zum Glück wieder out. Also ich bin sehr viel unterwegs und sehr viel auch in Hotels unterwegs und sowas. Und dann stehen diese Dinger da auf dem Nachttisch. Und wenn man sich dann nachts umdreht, ja, und dann so mit der Hand da so draufhaut, dann, also erstmal ist das hier, habe ich festgestellt, noch empfindlicher als so ein Finger. Da merke ich noch eher, dass Strom fließt. Also erstmal kriege ich eine gezeckt und dann wird es auch noch hell. Ich hasse die Dinger. Und die arbeiten halt, also dieses Anmachen und Ausmachen arbeitet quasi darüber, dass ein kleiner Strom über mich gegen Erde fließt. Das geht, egal ob ich im Bett liege oder nicht, so ungefähr. Und wenn die aber schlecht gebaut sind, dann ist der Strom so groß, dass ich es halt merke. Und vielleicht habe ich noch feuchte Finger und keine Hornhaut drauf und sowas. Ja, dann merke ich es halt auch. Deswegen finde ich diese Lampen extrem unangenehm. Das sind auch nur so Pi mal Daumen alles. Also alle Sachen, die da, diese Schwellwerte nennen sich die, die da drin stehen, die sind so Pi mal Daumen. Die Menschen sind unterschiedlich. Die einen Osterhasis, die fühlen das früh und die anderen fühlen das halt erst ein Stückchen später. Das ist individuell. Genau, da gibt es noch was, das nennt sich Restspannung. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Also wenn ich irgendwie Kondensatoren irgendwo drin verbaut habe, also jetzt nicht nur so kleine, ne, wie auf den Platinen, sondern wenn ich solche Dinge halt irgendwo verbaut habe oder so, dann muss ich einfach dafür sorgen, dass wenn ich abgeschaltet habe, dass die halt entladen werden. Und zwar nicht erst, wenn ich irgendwas aufgeschraubt habe und dann aus Versehen an die beiden Kontakte von dem Ding drankomme. Ja, das wäre nicht die Entladung, die ich haben möchte, sondern es soll halt vorher entladen sein. Das heißt, ich baue da halt Entladekontakte rein oder Entladeschaltungen quasi. Oder ich schreibe einen Zettel dran. Ja, das ist sogar eigentlich das, was dann verlangt wird. Ich schreibe einen Zettel dran und sage, Achtung, Restspannung. Du musst jetzt noch 28 Minuten warten, bis du hier das Gehäuse aufschraubst. Ja, dann weiß der Service-Mensch, der da dran ist, dass er noch einen Kaffee trinken gehen kann und dann halten sie sich trotzdem nicht dran und dann kriegen sie alle eine geschossen. Genau, dann gibt es noch, also das wären so diese Basisschutzsachen und dann gibt es noch ein paar Sachen, ich schiebe mal auf die Uhr. Oh, perfekt. Dann gibt es noch Sachen für den Fehlerschutz. Ist da noch einer? Nee. Das sind quasi die Sachen, die man macht, wenn der Basisschutz versagt. Ja, also die Sachen, die wir eben hatten, warte mal kurz, kriege ich das zusammen. Das war, dass ich nicht anfassen kann. Also die Basisisolierung, das war die IP-Schutzart. Das war die Begrenzung des Stroms, der fließen kann. Über die Begrenzung der Spannung. Und dass ich keine Restspannung mehr drin haben kann. Ja, ist jetzt verkürzt. Ja. Ja. Genau. Moment bitte. Ach so, nochmal mit. Ja. Gibt es bei der Restspannungsbasisschutz quasi bestimmte Zeiten, die eingehalten werden müssen, dass quasi eine kurze Zeit okay ist? Bei meinem Laptop-Netz passiert es regelmäßig, wenn ich mir eine gezeckt kriege, weil ich rausziehe und dann aus, so wie es gebaut ist, halt in den Kontakt komme. Ja. Dann. Ja, gibt es. Also ich bin mir nicht sicher, ob in der Norm, die wir jetzt hier gerade heranziehen. Ich kenne es aus der Maschinennorm und da ist die Vorgabe, dass wenn ich halt was am Stecker habe, also wenn ich irgendwo einen Stecker reingesteckt habe und den rausziehe, dann musst du innerhalb von einer Sekunde unter einem bestimmten Spannungswert drunter sein. Das sind dann 60 Volt AC, 120 Volt DC. Nee, DC sagen die gar nicht. Insgesamt unter 60 Volt, sagen die. Und wenn ich halt was habe, was ich erst aufschrauben muss, dann innerhalb von 5 Sekunden. Dann habe ich halt ein bisschen mehr Zeit. Aber wenn du halt tatsächlich rausziehst und direkt drankommst, dann bist du noch in dieser 1 Sekunde drin. Das Ding ist dabei halt, du wirst halt dann vielleicht Verbrennung kriegen maximal oder sowas, aber es wird dich halt nicht töten. Also das ist halt immer das Ding, dann du hast dann halt ja nur einen Stromfluss, ne, von A nach B quasi und dann kriegst du eventuell eine Verbrennung, aber ist nicht tödlich, ist doch schön. Also tut weh, ja. Nee. Strom fließt immer von der Stromquelle aus zur Stromquelle zurück und wenn du das quasi das Gerät rausgezogen hast, fließt es dann. Ja, also dann wird's kompliziert. Genau. Und deswegen mache ich als Fehlerschutz, gibt's halt so verschiedene Dinge, die ich machen kann. Das eine nennt sich eine zusätzliche oder verstärkte Isolierung. Das war eigentlich das, was wir eben bei der Kaffeemaschine auch gesehen hatten.
Ja, das ist der Grund, warum ich halt, wenn ich so Leitungen habe, ich habe immer so die Basisisolierung drin und dann habe ich außenrum die Mantelisolierung, die halt den zusätzlichen, also die Extraisolierung macht. Das Prinzip dahinter ist eigentlich, das ist mechanisch, sollen die Dinger so stabil gebaut sein, dass ich halt sehen kann, wenn die eine Isolierung beschädigt ist und dann wieder gesunder Menschenverstand, soll ich es halt nicht mehr benutzen. Ja, dann sehe ich, oh ja, ist kaputt, soll ich nicht nehmen. Wenn ich es ja trotzdem mache, ja, ist doof. Auch das hier, das ist so ein, ich weiß, kann man hier wahrscheinlich gerade schwer erkennen, das ist so ein Staubsauger. Ich habe da noch ein Bild gemacht von dem Stecker von dem Staubsauger. Der Stecker von dem Staubsauger hat keine Erdung dran oder so. Weil das ganze Prinzip von diesem Staubsauger ist, ich habe eine Basisisolierung bis in das Gehäuse rein, die Leitung ist doppelt isoliert und in dem Staubsauger selber habe ich halt nichts, wo ich irgendwo auf gefährliche, leitfähige Teile draufkommen kann. Das heißt, selbst wenn da irgendwo ein Fehler ist, kann ich halt nicht anfassen. Doppelte oder verstärkte Isolierung. Und das sieht man am Stecker, dass der, warte, da, also man sieht hier, ich glaube, ich habe sogar einen Kreis drum gemacht, oh ja. Man sieht so, da hat wirklich nur die beiden Strippen, das ist quasi Hin- und Rückleiter und die Erde ist nicht dran. Das ist so ein, man nennt das Konturenstecker, weil ich dann halt ein Gerät dran habe, was halt keinerlei Verbindung zur Erde haben kann. Genau, das ist so ähnlich. Das war jetzt ein Ventilator, auch da ist der Stecker einfach nur diese zwei Pins. Eurostecker, kennt ihr alle, haben die meisten Ladegeräte und sowas. Genau, das andere, was man macht, ist Erden. Oh. Auch das Kirsten bleibt fachlich. Nein, ist egal. Erden, Erden, Erden. Also alles, was geerdet ist, wenn ich mit einem geerdeten System arbeite, das, was hier aus der Steckdose rauskommt, ist ein sogenanntes geerdetes System. Ich stehe auf der Erde. Das heißt, ich sorge dafür, dass alles, was ich irgendwie anfassen kann, auf dem gleichen Potenzial, auf der gleichen Spannungsebene quasi ist, wie das, was die Erde ist. Und dafür sorge ich dafür, dass ich halt nirgendwo anfasse und dass mir da was passieren kann. Und die Erdung, kennt ihr 100 Pro? Na? Sowas ist immer grün-gelb. Alles, was grün-gelb ist, ist Erde. Erde ist grün-gelb. Wenn ihr irgendwo einen grün-gelben anhabt, macht ihn nicht ab. Lasst ihn dran. Und zwar gut dran. Und ich sorge dafür, dass es richtig gut miteinander verbunden ist. Keine Farbe dazwischen, keine Korrosion, kein gar nichts. So ein bisschen kennt man das bei Geräten halt. Ein Wasserkocher, ja, ist voll aus Metall. Und ich will halt nicht, dass wenn da drin, ist ja nur Basisisolierung da drin, wenn da irgendwie so eine Leitung durchschuppert und sie liegt dann am Metallgehäuse dran, das Ding läuft und ich fasse es an, dann verbrenne ich mir nicht nur die Pfoten, ja, sondern ich kriege auch noch einen Schlag. Das ist doof. Wie gesagt, potenziell tödlich. Das heißt, ich sorge dafür, indem das Metallgehäuse mit auf das Erdpotenzial Der dritte, der da drin ist in diesen Steckern, das Metallteil, also die zwei Pins, ist da, wo der Strom durchfließt. Und das Metallteil, der Schutzkontakt, das ist das, wo die Erde angeschlossen ist. Das ist die Verbindung zur Erde. Und das Prinzip, was dahinter steckt, ist die Schutzmaßnahme danach. Das nennt sich nämlich Schutz durch automatische Abschaltung. Und das ist das, weswegen man 3,5 Jahre lernt. Wenn man Elektriker lernt. Ja? Weil das zu berechnen, wann ich wo welche Abschaltung habe, bei welchem Fehler, da muss ich dann Leitungen dimensionieren und die Sicherungen, die davor sind, die Schutzorgane, heißt das auf Elektrikerdeutsch, die müssen halt rechtzeitig auslösen, da muss ich wissen, was sind die Vorgaben für rechtzeitig auslösen und so. Das ist das, was da nachher quasi eigentlich hintersteckt. Bei dem Gerät werdet ihr maximal so eine kleine Schmelzsicherung dazwischen haben, um halt vielleicht empfindliche Bauteile zu schützen. Aber diese Schmelzsicherungen, die sind eigentlich nicht für den Personenschutz da, sondern die sind eigentlich dafür da, dass halt ja, so ein Halbleiter, der da drin ist, halt geschützt wird und die Thyristoren vom Dimmer nicht kaputt gehen oder irgendwie solche Geschichten. Genau. Das hängt halt zusammen. Aber es ist offiziell, sind das quasi zwei verschiedene Sachen, die ich machen kann, weil einmal habe ich halt, dass ich halt eine Erdung habe und das andere habe ich halt, dass ich halt eine automatische Abschaltung habe. Ja, das ist natürlich eine doofe Idee, weil ich baue tatsächlich alle Systeme, die ich baue, überall, wo ich Schutzorgane, also Sicherungen reinbaue, die baue ich halt alle so, dass dieses Schutzorgan das schwächste Glied in der ganzen Kette ist. Ja, und wenn ich halt sowas da mache, dann ist das nicht mehr das schwächste Glied in der ganzen Kette und dann brennt halt irgendwas anderes durch. Sei es die Leitung in der Wand, die brennt oder das Gerät fängt an zu brennen oder was auch immer. Das hier ist ähnlich.
da hat jemand einfach, weiß nicht, ob man das sehen kann, da die Sicherung einfach gebrückt. Ja, total blöde Idee, weil die Sicherung, huch, die Sicherung ist dafür da, dass es halt das Gerät schützt und dass es halt die Bauteile dahinter schützt und auch mich schützt, die ich da, das ist von einem Multimeter drin. Ja, dass ich halt die Messstrippen, die ich in der Hand halte, dass ich da geschützt bin. Doofe Idee. Ist halt, genau, was wir halt ganz oft haben und auch das denke ich, wenn ihr was macht, wenn ihr was bastelt oder sowas, werdet ihr immer irgendwo ein Netzteil haben. Und dieses Netzteil arbeitet halt nicht nur damit, dass ich eine kleine Spannung habe, sondern auch, dass diese kleine Spannung sicher getrennt ist von dem Netz, also von der Spannungsversorgung, wo halt richtig viel drauf ist. Genau, das wäre halt, man nennt das dann Schutz, Kleinspannung, was da hier hinten rauskommt, ist auch so ein Prinzip. Und eigentlich, wenn ihr halt mit Netzteilen dann arbeitet, wenn ihr halbwegs vernünftige kauft, ich weiß jetzt nicht, ob man irgendwie... Ich habe mir die Netzteile bei Wish nicht angeguckt. Meine Schwester bestellt ja gerne mal was und sagt, ich habe hier was Neues, guck mal. Und ich so, ah. Also vielleicht vorsichtig mit sowas, aber so die meisten Netzteile, die heutzutage verbaut werden, die machen eine sichere Trennung von der Seite, wo die gefährlichen 230 Volt sind. Und dann schmeißen die halt hinten eine Spannung raus, die wieder in dem Bereich ist, Kleinspannung, ungefährlich. Also beziehungsweise nicht tödlich, sagen wir es mal so. Genau, und da gibt es auch Sachen, da will ich aber gar nicht so genau drauf eingehen. Guck mal, auch wieder eine Abkürzung, eine RCD, FI. Das ist ein sogenannter Fehlerstromschutzschalter. Das ist das Ding, was raushaut, wenn so ein bisschen Fehlerstrom fließt. Und der könnte auch über mich fließen, wenn ich halt irgendwo dranhänge. Aber das ist so ein zusätzlicher Schutz. Also wenn ihr könnt, ne, wenn ihr irgendwo Bastelsachen habt, irgendwie im Hackspace oder so, irgendwie eine Werkstatt habt, wo ihr was bastelt oder was, guckt, ob ihr ein FI davor habt. Weil ein FI ist immer, ich sage immer, das sind Lebensretter. Ja, die sind jetzt seit, also die gibt es seit über 100 Jahren. Ja, und vorgeschrieben in einigen Bereichen sind die aber erst so seit 10, 20 Jahren. 2008 oder sowas sind die halt so für Steckdosenstromkreise inzwischen auch vorgeschrieben. Und wenn ihr keinen habt, da wo ihr bastelt, dann kauft euch so eine blöde Steckdose. Oder es gibt so, habe ich jetzt kein Foto von, es gibt so Zwischenstecker, ja, mit dem FI drin. 30 mA FI, 30 mA ist weniger als die 50 mA, die meinem Herz gefährlich werden können. Das ist quasi der Trick dabei. Und dann haut so ein Ding dazwischen und das rettet euch vor ganz vielen Sachen. Genau. ESD-Geschichten kommen noch mit dazu, aber da geht es halt in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, weniger um eine Gefährdung von mir, sondern ESD benutze ich ja eher, um die Bauteile nicht zu gefährden. Also ESD ist Elektrostatik. Danke. Also Statik auf Deutsch, ja. Und das ESD sorgt halt, also wenn ich halt dafür sorge, dass ich wieder auf dem gleichen Potenzial bin, wie das, woran ich arbeite, auf dem gleichen Potenzial kann kein Strom fließen. Ich muss dafür sorgen, dass ich ein unterschiedliches Potenzial habe. Dann kann auch was fließen. Und wenn ich mich halt super gut erde und das Bauteil super gut erde, dann sind wir auf dem gleichen Potenzial und da kann halt nichts fließen. Genau. Und bei Geräten, also wenn man jetzt wirklich über Geräte spricht, wird das so ganz grob eingeteilt in Schutzklassen. Es ist so, dass viele Geräte mehr als eine Schutzklasse haben. Also dass ich halt an einem Gerät alles dran finde sozusagen. Aber so die grobe Einteilung ist, ich habe Schutz durch automatische Abschaltung. Das heißt, da ist halt eine, da ist dann auch dieses Erdungszeichen dran. Das ist, heißt, alles, was ich, oder fast alles, was so berührbar und leitfähig ist, ist an der Erde angeschlossen. Schutzklasse 1. Dann gibt es einen Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung. Wie der Staubsauger, den wir vorhin hatten. Schutzklasse 2. Ich sorge dafür, dass das so, guck mal, das Zeichen ist sogar so, ne? Innen die Basisisolierung, außen dann die doppelte oder verstärkte Isolierung. Das heißt, ich sorge dafür, dass alles so gebaut ist, dass das Ding wirklich so kaputt sein muss, dass ich sehe, dass es kaputt ist, dass ich es halt nicht benutze. Gesunder Menschenverstand wieder. Das gibt es auch noch. Und dann gibt es noch die Kleinspannung. Das ist halt das, was quasi beim Laptop-Netz da hinten draufkommt. Das ist Schutzklasse 3. Das ist so eine Einteilung. Früher musste das draufstehen bei den Geräten. Heutzutage steht das nicht mehr drauf. Jo. Dann hätte ich noch ein paar Praxistipps. Ich weiß nicht, ob man sowas machen darf. Das habe ich vergessen. Ich springe mal kurz zurück. Oh. Ich springe mal kurz zurück nach
da. Diese ganzen Normen und Vorschriften, ne? Habe ich vergessen. Ihr dürft das nicht. Ihr dürft da gar nicht dran rumbasteln. Ja, also wenn ihr ein Gerät baut oder so, dann seid ihr Hersteller, habt ihr selbst Verantwortung dafür. Wenn ihr irgendwas an der Anlage rumbaut, wenn ihr irgendwas an der Steckdose ändert, wenn ihr irgendwas in einer Verteilung ändert oder sowas, dürft ihr nicht. Es sei denn, ihr habt das gelernt, ihr habt eine Eintragung in die Handwerksrolle. Ja, ich weiß, dass man es trotzdem macht, aber offiziell dürfen wir es nicht. Und auch da sage ich immer, wenn ihr dafür sorgt, dass nichts passiert, wird auch keiner nachfragen. Ja, aber wenn es Sachen sind, die komplizierter werden, fragt einfach irgendwen, fragt nach. Muss ich einmal kurz sagen, also ich darf euch das gar nicht, oh Gott, da gibt's so, es gibt so Foren im Internet, Elektroforen, die fragen mir erst, bist du Elektrofachkraft? Sonst erkläre ich dir das nicht. Dann denke ich mir so, oh, ja. Da fängt es dann an, anstrengend zu werden. So, ich habe noch 5 Minuten, in diesen 5 Minuten kann ich euch noch 3 praktische Tipps, glaube ich, mitgeben. Ich suche mir jetzt die wichtigsten raus. Genau, das ist vielleicht brauchbar. Es gibt einen sogenannten Zenelec-Leitfaden. Zenelec, das sind die Leute, die europaweit so die Normung machen. Die haben einen Leitfaden rausgebracht. Der heißt Leitfaden für die sicherheitsrelevante Risikobeurteilung und Risikominderung für Niederspannungsbetriebsmittel. Klingt erstmal kompliziert, aber da sind so ein paar Punkte drin. Also ich finde das immer schön, wenn man so Punkte quasi als Checkliste benutzen kann und sagen kann, ah, guck mal, da habe ich auch drauf geachtet, da habe ich auch drauf geachtet. Und das Tolle daran ist, das Ding gibt's kostenfrei im Internet. Also das heißt, wenn ich halt Zenelec Leitfaden 32 eingebe, dann kriege ich das Ding da rausgeschmissen. Weil alles andere, was wir haben, diese ganzen Normen und sowas, die kosten arschviel Kohle, die kosten richtig viel Geld. Das da ist kostenfrei erhältlich. Praxistipps. Ist eigentlich, ehrlich gesagt, ich komme mir fast doof vor, sowas zu erklären. Ja, wenn ihr irgendwas baut, ja, zieht einfach den Stecker raus. Lasst es nicht dran. Ja, das ist irgendwie das Einfachste, wie ich dafür sorgen kann, dass mir nichts passiert. Aber das vergessen viele. Das vergessen übrigens auch Elektriker immer mal wieder. Die schrauben was auf, gehen dran. Oh shit, ja, vergessen. Na, schon ist er tot. Na gut. Ja, genau. Nee, die wachsen nicht nach. Das ist unser Problem hier. Ich kriege das hautnah mit. Wir kriegen keine nach. Ja, wir brauchen ganz viele und wir haben sie nicht. Vernünftiges Material verwenden. Ja, wenn ihr halt irgendwas, eine Umhüllung nehmt, Plastik da nehmt oder was. Nehmt was, was nicht wegbröselt, wenn man es nur anguckt, so ungefähr. Nehmt was Stabiles. Nehmt was, was für die Spannung geeignet ist. Ne? Ich erinnere an diese Zuleitung zu der Lampe da mit dem Audiokabel. Nehmt was, was passt. Und zwar auch, was passt für den Strom, der drüber fließt. Da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen. Das wäre Brandschutz. Ja, ich hab ja auch, wenn ich einen Strom fließen habe, lass es mich so erklären, wenn Strom über einen Widerstand fließt, wird es warm. Das ist erstmal okay, ja, damit machen wir eine Heizung und damit sind die alten Glühbirnen funktioniert. Aber das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass das, wo der Strom drüber fließt, diesen Strom auch tragen kann. Das heißt, wenn ich halt nur mit total dünnen Leitungen arbeite, dann kann es sein, dass mir die auch mal wegschmelzen. Und dann ist das der Anfang vom Feuer eventuell. Ja, dann habe ich zwar keinen Schlag gekriegt, aber der Osterhasenstall ist abgebrannt und ist halt doof. Genau, das war das mit der Strombelastbarkeit der Leiter und auch das Klemmstellen. Ja, also im Bereich 230 Volt wird nicht mehr gelötet. Ich muss das hier mal so sagen, weil ich das teilweise so irgendwo mitkriege oder so. Ja, ich war neulich im Repair-Café, ja, und da hat es dann da dran gelötet und ist ich so. Ja, weil bei 230 Ampere ist eine hohe Spannung, da fließt ein hoher Strom und Lötzinn fließt irgendwann. Das heißt, da wird üblicherweise geschraubt. Es gibt ein paar Hersteller, die löten Sachen oder punktschweißen die fest oder sowas. Aber die kennen dann ihren Lötzinn, die wissen, wie viel da drüber fließt und die wissen, wie die Belastung ist. Weil wenn ich anfange, irgendwas zu basteln, werde ich nichts einfach nur anlöten. Ich werde immer eine feste Verbindung machen. Es gibt diese tollen Steckklemmen, ne? Vago-Klemmen werden sie genannt, aber es ist nur ein Hersteller. Ja, oder ich schraube halt einfach Sachen.
Und zwar fest, gute Verbindung. Weil wenn es nicht fest ist, habe ich einen Übergangswiderstand. Und wenn Strom über den Widerstand fließt, wird es warm. Und das ist dann das, wo es anfängt zu brennen. Eine Zuchtprobe. Ja. Blöd gesagt, erstes Layer, erster Tag. Wenn du was festgeschraubt hast, nochmal dran ziehen, ob es wirklich fest ist. Hat mir schon manchmal was gerettet. Wenn man das, also das ist eigentlich so basic, aber wenn man das nicht weiß und das nicht gelernt hat oder so, festschrauben und nochmal ordentlich dran ziehen. Wenn es hält, ist es gut. Erden ist immer gut. Alles, was ich anfassen kann, auf Erde legen. Alles isolieren, damit ich nirgendwo ranpatschen kann. Und ich muss mir überlegen, wer geht damit um? Also baue ich das nur für mich selber? Habe ich das Bastelprojekt vielleicht irgendwo im Wohnzimmer in der Ecke liegen? Und dann kommt eine Freundin vorbei und die sagt, oh, was ist das denn? Ja, wäre doof. Also das heißt, dass man die Sachen möglichst gut wegpackt, dass man dafür sorgt, dass halt auch keinem anderen was passieren kann. Und habe ich vielleicht Kinder? Poolen die da vielleicht dran rum oder sowas? Das wäre schon wichtig, sich zu überlegen. Ich habe da schon wilde Sachen gesehen. Haben sich dann Leute aus der Steckdose einfach lange quasi Adern rausgezogen, um eine Mäusefalle zu bauen. Unter der Spüle. Ja, dann macht man dann so die Tür auf und dann ist da so diese Mäusefalle. Man denkt so, oh! Ja. Laienbedienbarkeit. Also, dass halt auch jemand damit umgehen kann, der es vielleicht in die Hand kriegt, der es nicht selbst gebaut hat. Beschriften. Eine Beschreibung dazu machen. Und es so sicher machen, dass keinem was passieren kann. Das sind eigentlich so gesunder Menschenverstand eigentlich, ne? Ich glaube, die Zeit ist vorbei. Habe ich noch ein paar schöne Bilder? Sowas ist ein blödes Beispiel. Das war ein Schweizer, also es ist ein Schweizer Stecker, die haben 3 Pins. Das hat jemand in Deutschland benutzen wollen, hat das nicht in die Steckdose reingekriegt und hat den mittleren Pin einfach abgeschnitten. Was blöd ist, weil der mittlere Pin ist die Erde gewesen. Das heißt, damit habe ich dann nur noch den Basisschutz und wenn ich irgendwo einen Fehler habe, hilft mir da gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Er sagte, das Fiese ist, das siehst du nicht, wenn es eingesteckt ist. Da hat er recht. Entschuldigung, da hat Mick recht. Habe ich noch was? Nee, also die anderen Sachen sind wirklich eher so auch das, was ich erzählt hatte. Es gibt Geräte, die haben, oh, hier ist das ein tolles Beispiel. Ich glaube, es ist schon fast vorbei, die Zeit, ne? Wir haben schon noch Zeit für die Bilder. Das Gerät hier zum Beispiel, das hat ja hier so einen Schutzkontakt dran. Ne, also das ist eigentlich für die Erdung da. Da sind auch 3 Strippen drin. Da sieht man hier auch, da sind 3 Strippen drin. Und alle 3 Strippen gehen in das Gerät hier rein. Ja, aber hier habe ich nichts, wo die Erdung dran angeschlossen sein kann. Also die Leitung selber ist vom Prinzip her Schutzklasse 1, weil da ist eine Erdung dran. Schutzleiter auf Fachdeutsch. Das Gerät hier selber ist doppelt oder verstärkt isoliert. Vom Prinzip her Schutzklasse 2. Und die Erde, die hier dran ist, die ist nicht dafür da, mich zu schützen, wenn hier drin irgendwas passiert, weil mich schützt, dass ich hier eine doppelte oder verstärkte Isolierung habe. Der PE, der hier drin ist, also der PE heißt Schutzleiter, ist die Erdung, der ist dafür da, weil es ein elektronisches Netzteil ist und wenn hier Sachen schalten, habe ich sogenannte Ableitströme. Da gibt es dann eine Filterbeschaltung drin, die sorgt dafür, dass das Netz nicht so schlimm verzerrt wird. Und dieser Strom, der fließt über diesen dritten. Das ist dann so ein Funktionsleiter. Aber also sowas gibt es halt auch. Ja, und bei dem Ding hier lustig, das dritte ist dann eine Kleinspannung, die hinten rauskommt. Also das ist eigentlich ein Gerät, da sind alle 3 Schutzklassen mit drin. Deswegen meine ich, das ist halt nicht so 1:1 immer das Gleiche. Genau. Und ansonsten sage ich, prüft, was ihr gemacht habt. Ich habe hier so ein schönes Beispiel, das hatte ich, glaube ich, auch in der Ankündigung drin. Das hätte ich auch mit dem Multimeter gefunden. Also selbst wenn ihr keine VDE-Messgeräte habt und keine vollkommen tolle VDE-Prüfung machen könnt oder sowas, wenn man einfach seinen Multimeter mal dranhält und guckt, habe ich irgendwo eine Verbindung, wo ich keine haben soll oder habe ich keine Verbindung, wo ich eigentlich eine haben sollte, ja, das kann man auch mit dem Multimeter finden, solche Sachen. Und das sind nachher die Sachen, wenn da kein FI davor ist, ist das ein tödlicher Stromunfall eventuell. Da ist dann, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das ist so ein Stecker, der ist halt aufgeklappt und die Schraube, die nachher diese Klappe festhält, ist einmal direkt durch die Leitung durchgebohrt. 230 Volt. Das heißt, wenn ich da dann an dem geschlossenen Stecker auf die Schraube drauf fasse, je nachdem, wie das gebaut ist, sind die Schrauben manchmal berührbar, fasse ich direkt auf 230 Volt drauf. Das ist potenziell tödlich. Da kann ich auch gleich eine Stricknadel nehmen und einfach so in eine Steckdose reinstecken. Ist genauso blöd. Genau.
Und ansonsten sage ich, fragt irgendwie, seid vorsichtig, gerade wenn ihr viel Leistung habt, wenn viel Strom fließt. Genau, und jetzt hätten wir Fragen. Genau, ich gehe gleich rum mit dem Mikrofon. Ja. Erstmal vielen Dank für diesen tollen Vortrag, gerne Applaus. Gegen den Fachkräftemangel hilft überlebende Fachkräfte? Ja. Genau, ihr meldet euch, ich bringe das Mikrofon. Wie erkenne ich denn jetzt, der Osterhase, der ist nicht umgefallen, weil Kreislauf-Upsi, sondern weil Strom, und was mache ich dann, wenn ich es nicht selber gebastelt habe? Also die Vorgaben sind, wenn jemand einen Schlag gekriegt hat, Rettungswagen rufen, ins Krankenhaus bringen lassen und denen sagen, es kann sein, dass es ein Stromunfall war. Die können das rauskriegen. Also die machen dann EKG, die gucken, ob das Herz halt in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Die können auch Herzrhythmusstörungen schon feststellen, bevor man selber sie merkt. Und die machen auch, die nehmen Blut ab, aus zwei Gründen, weil wir ja so eine, weiß ich nicht, wie viel Prozent Wasser sind quasi. Und wenn ich halt viel Strom durch den Körper fließen habe, dann kann es sein, dass die Zellen sich quasi auflösen. Dann habe ich halt diese Reststoffe im Blut, die kann ich halt nachweisen. Und mir hat auch mal ein Arzt gesagt, da bin ich aber nicht sicher, weil ich bin kein Arzt, dass das Herz irgendwelche Enzyme ausstößt, wenn es halt gestresst ist. Und die checken halt dann nach beiden. Und dann behalten die angeblicherweise da. Früher waren das 24 Stunden, ist aber nicht mehr. Die checken halt nochmal und dann beobachten die dann halt noch irgendwie 3 oder 6 Stunden oder so. Und dann weiß man, dass man wirklich keinen Schaden davon getragen hat. Das ist eigentlich so die Vorgabe. Und wenn man nicht weiß, ob es ein Stromschlag war oder nicht, wenn da jemand quasi liegt, ja, dann muss ich einen Rettungswagen rufen. Und dann kann ich auch sagen, ich habe Verdacht auf eventuell vielleicht Körperdurchströmung. Muss ich wegen Eigenschutz dann noch was besuchen? Also vermutlich, ich will ja nicht der Nächste sein, der daneben liegt, oder? Ja, also wenn da wirklich noch dran ist, ja, nicht anfassen. Also wenn ihr irgendwen habt, der halt wirklich irgendwo dranhängt, ich glaube, das wird hoffentlich nie passieren. Ich höre da immer mal wieder so von 2, 3 Leuten, die sowas gehabt haben. Aber nicht anfassen, weil dann seid ihr nämlich Teil von dem Stromkreis und hängt auch mit drin. Aber das sollte eigentlich in dem Bereich, wo ihr unterwegs seid, hoffentlich niemals passieren. Ja? Und was kann denn eigentlich passieren, wenn man mehrere Mehrfachsteckdosenleisten hintereinander schaltet? Das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt 2 Sachen. Das eine ist, dass du zu viel Sachen reinsteckst und du hast eine Überlastung. Das heißt, du ziehst zu viel Strom und dann löst irgendwann deine Sicherung aus. Das ist schön, das soll sie nämlich machen. Das wäre der gute Fall. Das Schlechte ist, indem du immer die Steckdosenleisten ineinander steckst, so eine Steckverbindung ist ein Übergangswiderstand. Ja, und durch diesen Übergangswiderstand wird mein Stromkreis quasi immer länger. Und wenn ich jetzt hinten einen Fehler habe, dann habe ich diesen Widerstand, der begrenzt, wie viel Strom in meinem Stromkreis fließen kann. Und ich brauche aber, damit die Sicherung vorne abschaltet, brauche ich einen hohen Strom. Und wenn ich zu viel Widerstand in diesem ganzen Kreis drin habe, weil da hinten mein Fehler ist, über diese ganzen Widerstände drüber, dann wird der Strom nicht mehr hoch genug und ich habe keine Abschaltung. Und dann fehlt mir dieser Schutz durch automatische Abschaltung. Das bedeutet, es fängt an zu brennen. Und das wollen wir nicht. Also, und das ist halt schwer einzuschätzen. Deswegen haben die mal irgendwann gesagt, Steckdosenleisten soll man nicht hintereinander stecken. Na? Ja, was ist der Grund, warum Schutzklasse 2 Geräte explizit nicht geerdet werden dürfen? Gibt ja auch Schutzklasse 2 Geräte mit Metallgehäuse, auch schon gesehen. Und du hast ja schön den Stecker gezeigt, und man darf sie nicht erden. Was ist der Grund? So streng kenne ich das ehrlich gesagt nicht. Es macht keinen Grund, also es macht keinen Sinn. Weil du hast halt schon Schutz durch doppelte oder verstärkte Isolierung und das draußen ist quasi nur noch so ein Ziergehäuse. Und wenn du das jetzt noch am PE, also am Schutzleiter mit anschließen möchtest, musst du auch dafür sorgen, dass es halt richtig gut geerdet ist und so. Und das wird einfach oft nicht gemacht, weil es halt total unnötig ist. Aber du kannst es zum Beispiel machen und es kann auch Sinn machen, wenn du meinetwegen Statik vermeiden möchtest. Ja, oder halt auf jeden Fall dafür sorgen möchtest, dass das Gehäuse halt im Erdpotenzial mit drin ist. Das ist eher so Sache von derjenigen, die es halt baut, dass die halt guckt, wie mache ich das. Also es ist nicht komplett verboten, dann hast du halt ja, so eine Mischform dann aus den verschiedenen Schutzmaßnahmen. Oh, wir bekommen Post. Ich weiß nicht von wem.
steht, liebe Gnomigut, Hasis sind toll. Danke für den Vortrag und ein Herzchen. Danke. Cool. Danke, wer auch immer. So, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, gibt es noch Fragen? Diskussionen? Du bist ja noch ein bisschen da. Ich bin noch ein bisschen da, ja. Vielen Dank, es war ein super Vortrag. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen, der Satz, ich habe nichts gegen Fuschen, wenn es richtig gemacht wird. Mein Chef wird mich umbringen. Wir sind ja unter uns. Das weiß ja dein Chef nicht. Ja, ist auch passend. Also es ist wirklich toll, wirklich passend. Lieber ordentlich lernen als verbieten. Genau, und vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Fragen. Jetzt ist leider schon Tag 4. Wir wünschen allen einen schönen Abschluss. Dankeschön. Danke.